Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge, Die Sims 4. Heute mit einer unheimlichen, unmenschlichen und unheimlich grausamen Folge, denn wir werden heute jemanden gemeinsam krepieren lassen. Yep, ich habe gelesen, in Die Sims 4 gibt es jetzt Geister. Seit gestern kann man nämlich Geister in die WG einziehen lassen. Und ich möchte natürlich unbedingt ein Gespenst haben. Und daraus werden wir auch eine Liebesgeschichte machen. Denn Geister können Freundschaften, Beziehungen oder sogar Jobs annehmen. Sie sind also immer noch vollwertige Persönlichkeiten. Und wir werden eine bessere Liebesgeschichte als Twilight machen. Wir haben keine Vampire, keine Werwölfe. Dafür aber ein Teenager, nämlich unsere Vanessa hier unten. Und hier drüben unser Geist, Ricky Bobby, den ich hier in mein Gefängnis eingesperrt habe. Ja, ich weiß, sehr, sehr grausam, sehr unmenschlich. Die ganze Nachbarschaft sieht zu, wie dieser Mann hier drin krepiert. Der Hungertod. In 12 Stunden wird dieser Mann sterben. Doch bevor es soweit ist, muss ich unbedingt hier noch eine Tür hinsetzen, denn ich habe gesehen, der Tod, der kommt nicht überall hin. Ja, man könnte meinen, der Tod kommt überall hin, aber nein, der Tod muss Treppen und Türen nehmen und genau deswegen muss ich ganz kurz davor hier eine Tür hinsetzen, denn sobald der Tod hier aufkreuzt, kann ich nichts mehr bauen oder irgendwas verändern. Also, Ricky Bobby, ganz schnell erstellt, hier sehen wir den Guten. In 12 Stunden ist es soweit, sehr, sehr unwohl, er stinkt, er steht in seiner eigenen Pisse, er hat Hunger, aber hey, er hat Spaß, er hat immer noch Spaß, denn er kann aus irgendeinem Grund ab und an hier mit dieser Lampe reden. Ja, sowas gibt es, oder er redet mit sich selbst, das gefällt ihm. Gut, Ricky, Demi ist tot und ja, dann schauen wir mal, ob das funktioniert mit dem Geist. Und so lange müssen wir uns eben so ein bisschen anders beschäftigen. Hier ein bisschen aufräumen. Kies, was machst du so? Der ist am Pennen und was müssen wir hier machen? Wir können ja mal hier so ein bisschen in die Karriere reinschauen. Also, Charisma-Fähigkeit. Gut, kriegen wir hin. Oder hier drüben ausspionieren. Ausspionieren? 1 von 3? Moment, wie geht denn sowas? Warte, was steht hier? Untersuchen, untersuchen. Untersuchen. Wo könnte ich denn Haushalt? Adoptieren? Wo könnte ich denn untersuchen finden? Steht hier mehr? Computer wählen, untersuchen. Ah, hier drüben. Wen untersuchen wir denn? Jasmin. Über Jasmin wissen wir so gut wie gar nichts. Die Dame muss untersucht werden. Ist ja jetzt hier Kies seine neue Freundin. Wir sind nämlich in der letzten Folge eine Beziehung eingegangen. Kim ist raus. Jasmin ist drin. Und ich würde ganz gerne Jasmin auch hier in unseren Haushalt einziehen lassen. Denn wir brauchen mehr Frauen, die arbeiten. Wir brauchen Kohle. Ich habe zwar ziemlich viel, aber kann man jemals genug haben? Ich denke nicht. Gary, alter Kumpel. Obwohl, nee, wir sollten sie erstmal hier ein bisschen verbessern. Wir haben doch auch irgendwas Neues bekommen. Genau, hier drüben. Unnatürlich groß. Wow. Boah, das ist ein Brocken. Wahnsinn, wo stellen wir den denn hin? Ja, wenn, dann irgendwie hier? Vors Haus? Ich habe keine Ahnung, wohin damit. Können wir damit irgendwas machen? Das ist nur Deko. Anscheinend ist das Ganze hier nur Deko. Denn wirklich was machen können wir wohl mit ihm nicht. Ja gut, stellen wir ihn hier hin. Ich meine, das ist auch irgendwie was Besonderes. Na, wie läuft's? Beförderung demnächst. Demnächst. Wir könnten hier mal ein bisschen Comedy schauen. Boah, ich will unbedingt ein Gespenst. Ich will Ricky Bobby als Gespenst. Okay, wir kennen bereits alle Merkmale. Das bedeutet, wir müssen jemand anderes nehmen und weiter hier nach Dreck suchen gehen. Bella, wir müssen hier weitermachen. Es ist noch nicht vorbei. Also, wo war das? Bei Web. Und wir können nicht. Wir können nicht. Na gut. Gary, bist du hier draußen schon fertig? Wir waren doch hier dran, oder nicht? Gary, na komm. Bau das mal hier drüben fertig. Ich will nämlich hier was für mein Geld sehen.
Ja, wir verdienen mittlerweile richtig gut. Katrina ernährt die ganze Familie. Das ist wirklich verdammt gut. Sie ist mittlerweile Level 8. Eine sehr schöne Karriere hier. Und kommen wir voran mit der Comedy-Fähigkeit. Comedy müsste ja ziemlich hoch sein. 32%. Wie können wir die am besten erhöhen? Ein Comedy-Auftritt wäre natürlich am besten. Vielleicht morgen. Vielleicht machen wir morgen direkt so einen kleinen Comedy-Auftritt. Weil damit geht's wirklich ziemlich schnell. So, Ricky. Bald, Ricky, bald. Ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Denn sonst habe ich hier jemanden umsonst zu Tode gemüffelt. Denn da ist ja kein Fenster. Das Ding ist zu. Das Ding ist wirklich zu. Da ist nichts drin. Einmal darin gefangen, krepierst du. 7 Stunden. Okay, ich muss wirklich ein Auge auf ihn werfen. Denn wie gesagt, die Tür muss noch hin. So kurz vor knapp werde ich die Tür hinsetzen. So lange kann die junge Dame hier mal ein bisschen aufräumen. Dass aber auch wirklich niemand kommt und mal irgendwie versucht, ihm zu helfen. Der arme Mann. Die Leute hier laufen einfach dran vorbei. Guck mal hier. Man kann ja reinschauen. Man kann ja wirklich reinschauen. Man sieht ja deutlich, yep, da ist irgendjemand drin. Wenn er jetzt selber noch ein bisschen hochspringen würde, würde man ihn schon bemerken. Also das wäre schon möglich. Ah, Moment, die Hausaufgaben, die muss ich auch noch machen. Immer diese ganzen Pflichten hier. Gary ist durch und todmüde. Wo pennt deine Frau? Ach, hier drüben im Einzelbett, so war das eigentlich nie gedacht. Vielleicht doch noch hier ein neues Schlafzimmer, wahrscheinlich oben. Ich brauche so oder so eins, wenn Jasmin hier einziehen sollte. Gary, oh, du armer Hund, pennt hier auf dem Sofa. Ich habe eine Idee, und zwar Bella, du gehst hier hin. So. Sie ist beinahe durch. Und Gary, ach, das kann man sich ja nicht anschauen. Der alte Mann muss jetzt hier pennen. Der muss fit sein. So geht das nicht. 3 Stunden? Schon irgendwie verrückt. Wir schauen jemanden dabei zu, wie er verhungert. Wenn du willst, kannst du ein bisschen mit dir selbst reden. Armer Ricky. Armer Ricky. Den Stein hier draußen kannst du gar nicht sehen. Und was macht sie hier? Gary anbeten? Verrückte Geschichte, Gary. Sehr verrückte Geschichte. Sind wir durch mit den Hausaufgaben? Immer noch nicht. Komm, wir müssen hier noch die Zusatzaufgaben machen. Und wo ist Gary jetzt schon wieder hin? Wieso, Gary? Wieso? Gary, wieso hier drüben? Schlaf doch hier drüben bei deiner Frau. Freundin, sind ja nicht verheiratet. Können wir was reparieren? Das kann sie auch mittlerweile. Man sieht schon, wenn sie zum Teenager wird, kann sie deutlich mehr. Davor konnte sie ja gar nichts. Und ich denke mal, diesmal werden wir die ganzen Eigenschaften mitnehmen. Ich bin schon am Überlegen, ob wir sie einfach die Schule schmeißen lassen und sie direkt irgendwie in den Beruf werfen. Denn so hätten wir einen mehr, der arbeiten gehen kann. Und somit auch mehr Geld. Und mehr Geld ist natürlich wichtig. So. Und jetzt hier noch die Zusatzaufgaben. Dann haben wir hier, glaube ich, 3 von 3 schon. Yep, hätten wir das auch gelöst. Bella, kann Bella hier ein wenig spionieren gehen? Mal sehen, ob es jetzt wieder geht. Oh, Moment. Ricky. Ricky ist tot. Tot. Und ich sollte hier noch eine Tür hinsetzen. Nicht, dass es irgendeinen Fehler gibt. Ricky ist verstorben. Tür. Moment, Fenster muss weg. So. Weg. Irgendeine Tür. Ich kann hier keine Tür hinsetzen? Wieso? Was ist das Problem? Ist da irgendein Fenster noch im Weg? Warte mal, ich habe eine bessere Idee. So, wir hauen das ganze Ding hier mal weg. Und die Urne setzen wir hier mal hin. War der Tod hier? Ricky Bobby.
Okay, jetzt kann ich hier den Geist ins Jenseits entlassen. Wenn ich das mache, ist Ricky Bobby dann verschwunden? Denn noch sehe ich hier keinen Geist. Das ist halt die große Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Die Leute hier sind nicht traurig, weil ich eben direkt keinen Kontakt gemacht habe mit ihnen. Untersuchen. Diesmal nehmen wir Kevin. Keiner traut Kevin. Okay, wenn ich den Geist jetzt hier ins Jenseits entlassen würde. Eine Inschrift. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Müsste man ausprobieren. Wenn du willst, darfst du aufräumen. Ist genehmigt. Wir warten mal ein bisschen. Vielleicht kommt jetzt hier gleich ein Geist, vielleicht auch nicht. Weil ins Jenseits würde ja bedeuten, dass wir ihm Frieden gewähren. Dass seine Seele Frieden findet. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht, dass seine Seele Frieden findet, sondern wir wollen ja hier ein Gespenst. Und das Gespenst soll dann eine Beziehung eingehen mit Vanessa. Das ist der Plan dahinter. Ich weiß, klingt verrückt, aber so ist es eben. Vielleicht, wenn es dunkel wird. Wer weiß, es wird spannend. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Wenn nicht, speichere ich mal und versuch's halt mit dem Jenseits. Aber jetzt warten wir mal ein bisschen. Und während wir warten, könnten wir Jasmin zu uns einladen. Vielleicht habe ich ja schon die Möglichkeit, dass sie bei uns einzieht. Das wäre natürlich cool. Wir rufen sie mal an. Mädchen, deine Hausaufgaben? Deine Hausaufgaben? Immer noch nicht erledigt. Mach hier mal fertig. Okay, Jasmin kommt. Jasmin kommt, sehr gut. Noch kein Geist in der Nähe. Alles klar, Kies. Wirf dich ran. K.O. schlagen. Ob das funktioniert? YOLO. Volle Kanne YOLO. Ich meine, die Schlägerei hat ja auch wirklich perfekt funktioniert. Danach stand die sowas von auf mich. Okay, jetzt wird's spannend. Und Kies? Frauenschläger oder nicht? Sieht aus wie ein billiger Zuhälter. Wow, wow, wow. Aber Jasmin ist ja wirklich richtig scharf auf mich. Hey, wir schlagen sie gar nicht. Moment. Heiraten geht nicht. Sex in der Rakete, eine gute Idee. Alles klar, wir haben sie, wir haben sie. Ich meine, die Dame steht so sehr auf mich, wir haben sie definitiv. Muss sie heute arbeiten gehen? Oh! Um Ricky trauern. Auf einmal hat sie irgendeine persönliche Bindung zu ihm. Wir wollen Ricky den Geist. 4 Stunden. Sie erinnert sich an einen Mann, den sie kaum gekannt hatte. Sie hat ihn nur durchs Fenster gesehen, wie er geschrien hat und gekratzt hat und essen wollte. Und da geht jemand vögeln. Tja, so ist das bei mir hier in der WG. Die Nachbarn wissen Bescheid, wenn wir Sex haben. Man sieht diesen pinken Rauch und die Herzen. So läuft das hier. Ricky, komm wieder. Ich brauch dich, Ricky. Ich brauch dich unbedingt als Geist. So, untersuchen. Jetzt geht's wieder. Und wir nehmen Don. Ich muss mehr wissen über Don. Wann müssen wir arbeiten gehen? In 2 Tagen. So, die Hausaufgaben sind erledigt. Sie ist immer noch am Trauern. Dauert eine ganze Weile, muss ich schon sagen. Dabei müssen wir doch heute arbeiten gehen. So nicht. Wir brauchen hier unbedingt noch ein Schaumbad. Hier oben ist wieder irgendwas kaputt. Das könnte sie machen. Damit kann ich sie nämlich ein bisschen... Oh, hier ist einiges kaputt. Hier kann ich sie nämlich ein bisschen leveln.
Wir warten jetzt mal, bis es dunkel wird. Reparieren. Reparieren. Haben wir eigentlich eine Stromrechnung? Nee. Müsste ja auch demnächst wieder kommen. Die muss richtig, richtig hoch sein. Jetzt mit der Rakete noch. Treibstoffrechnung. Oh, Teile brauchen wir keine. What? Warum? Du Schwein, du. Jetzt sieht's ja aus wie Sau wegen dir. Stopp, du musst eigentlich jetzt gleich arbeiten gehen. Aber ich müsste eigentlich auch mit dir was essen. Hier was trinken gehen. Sehnsucht nach Familie. Du bist doch zusammen mit deiner Familie. Wie kann sie Sehnsucht haben? Gary? Du hier? Warum? Du willst spielen mit dem Dreck? Nein, Gary. Nein. Aus. Böser Gary. Böser Gary. Ganz böser Gary. In Form schneiden, das kann eigentlich nur Gary. Erstmal Trim. Das Ding wird auch immer größer hier. Weg damit. Ja, du darfst gleich aufs Klo. Versprochen. Wirklich versprochen. Aber erstmal weg damit. Was macht die Gruselfront? Bella war hier drüben. Bella ist doch so ein bisschen unheimlich unterwegs. Normalerweise müsste die doch sowas können. Das wäre doch eigentlich genau ihr Ding. Geisterbeschwörung mit Bella. Katrina, du müsstest schon längst bei der Arbeit sein. Was ist da los? Wenn ich bitten darf. Moment. Nope, 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 nope. Direkt hier mal Essen für alle, denn sie ist beinahe verhungern. Geduld. Noch ein wenig Geduld hier. Muss doch irgendwas passieren. Erstmal hier was essen gehen. Gary, 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 Gary. Was sind deine Ziele, Gary? Ach ja, hier in diesem Belohnungsstore kann ich ja einiges mitnehmen, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ja, so Sachen halt. Aber da spare ich mir alles. Mentor, was ist denn der Mentor? Okay, das ist eigentlich auch ganz gut. Kostenlose Dienste. Damit könnten wir eine Hochzeit umsonst haben. Sparen wir uns. Oh, das ist gut. Das ist gut. Damit können wir mehr verkaufen. Ja gut, irgendwann werden wir das nutzen, aber jetzt gerade brauche ich es einfach noch nicht. Apropos Hochzeit. Können wir denn? Können wir denn jetzt mittlerweile Gary heiraten? Wäre denn sowas möglich? Romantik, wir schauen mal. Es wäre möglich. Es wäre wirklich möglich. Oh Moment, das muss aber Gary machen. Das wird er mir nie verzeihen. Aber er kann es, glaube ich, gar nicht, oder? Er kann es nicht. Er kann es nicht, weil er irgendwie so ein bisschen hinterherhinkt, während sie schon viel weiter ist. Die beiden müssen mehr flirten. Die beiden müssen mehr flirten und mehr Sex haben. Nur so bekommen wir es hin. Sie hat Hunger, ich weiß, aber wir müssen küssen. Gary, küss sie. Und hier draußen Geist? Nee, immer noch nicht. K.O. schlagen, Gary. Du musst es riskieren. Hau hier eine rein. Gary, tu es. Warum geht das nicht? Warum kann ich denn heute keine Frau K.O. schlagen? Normalerweise müsste sowas funktionieren. Wo stehen wir denn mit ihr? Immer noch nicht wirklich in der Position, dass wir sie heiraten können. What? Das war ein bisschen zu viel, oder wie? Weil es hier stinkt. Weil es hier stinkt. Bei dem Gestank kann natürlich niemand flirten. Alles klar, wird alles gerade gebogen. Jetzt erstmal hier ein bisschen wischen gehen. Ja, dann geh doch, meine Güte. Wenn die Blase drückt, muss man gehen, Kies.
So, jetzt wird's langsam dunkel und hier draußen tut sich immer noch nichts. Ich werde es gleich ausprobieren. Genau so, Gary, genau so. Mach dich ran. Mach dich bitte ran. Kümmer dich um deine Beziehung. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Ihr seid wirklich auf dem richtigen Weg. Noch eine Umarmung, noch ein bisschen knuddeln. Vielleicht auch erst um Mitternacht, Geisterstunde. Könnte sein, könnte funktionieren. Crazy Gary. Und die Schnitte Bella gehen jetzt vögeln. Sehr gut. Geisterstunde. Ob das funktioniert? Ich werde es jetzt rausfinden. Und wenn es nicht funktioniert, dann werde ich speichern und seine Seele ins Jenseits schicken. Okay, wie ist die Stimmung bei den beiden? Sie muss aufs Klo. Können wir sie heiraten? Romantik. Yes, wir können! Wir können! Wir machen heute Fortschritte. Na also. Heiratsantrag auf dem Klo, beim Pieseln. Das nenne ich Romantik. Das ist Romantik. Aber da will ich dabei sein. Er macht es ja wirklich mit der Milch in der Hand. Gary. Oh Gott. Oh Gott, Gary, bitte nicht. Gary. Doch nicht auf dem Klo, Gary. Aber sie steht drauf. Alles ist gut. Alles ist gut. Die beiden sind verlobt. Und schwupps, Gary, in deinem Alter. Du siehst aber besser aus, Gary. Du hast abgenommen, du wirkst irgendwie jünger und dynamischer. Während alle anderen hier langsam aber sicher immer älter werden, wird Gary immer jünger. Er hat wahrscheinlich irgendwas da oben im Weltall entdeckt. Irgend so ein Jungbrunnen. Gut, dann wird es demnächst mal wieder eine Hochzeit geben. Sie ist wütend. Warum? Du solltest jemanden küssen. Und mit jemanden meine ich Miguel. Weck ihn auf und küsse ihn. Provozieren? Nein, 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 du sollst ihn küssen. Küssen geht nicht. Können wir irgendwie so Wutsex haben? Wutsex geht auch nicht. Dann toben. Oder ein Witz. Oder ein Dreier mit der Tochter. Nein, nein, das ist absolut unanständig. Hey, Jasmin, du hier. Warum? Selbstgespräche? Cool. Extrem cool. Okay, wir speichern. Ich habe keinen Fortschritt. Also, speichern als... Nennen wir es einfach mal Geist. Und speichern. So, speichern als... Moment, mal reinschauen. Geist, sehr gut. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt. Was passiert? Was passiert, wenn eine extrem durchtrainierte und wütende Frau einen Geist ins Jenseits entlässt? Nee, das kann nicht das Richtige sein. Das kann nicht das Richtige sein. Ich muss mir das nochmal durchlesen. Ich muss mir das wirklich nochmal durchlesen. So funktioniert es leider nicht. Moment, ich lese und wir machen das in der Folge noch. Bis gleich. Okay, ich habe eben gerade nochmal alles durchgelesen dazu. Er soll eigentlich neben dem Grabstein oder neben einer Urne auftauchen als NPC und dann kann ich ihn neu kennenlernen. Und ja, es kann jemand sein, der in meinem Haushalt war oder eben auch irgendjemand anderes, der verstorben ist. Ja. Also es muss irgendwann passieren, weil ich jetzt keine Ahnung habe, wie lange das dauert. Also ich werde jetzt einfach mal ein bisschen schauen, ob der irgendwann auftaucht. Und wenn nicht, werde ich nochmal gucken, ob es dazu irgendein Video oder eine Anleitung gibt. Und dann in der nächsten Folge werden wir definitiv hundertprozentig hier ein Geist erleben. Wir haben Ricky Bobby getötet und jetzt wollen wir seine Seele in unsere WG einladen. Dennoch, wie immer, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit Geistern.
und tschüss.